stehen also vor einer Situation, dass wir, wie auch immer wieder zum Ausdruck gekommen ist, mit einer Ausgangsbasis konfrontiert sind, die 20 Jahre lang die wirkliche Notwendigkeit im Personellen, wie auch bei der Ordnung der Bezugssituationen für das Krankenhauspflegepersonal ignoriert worden ist in diesem Land, was dazu geführt hat, dass wir zwar Menschen ausbilden und dafür auch hohe Kosten zu bezahlen haben, dass aber jene, die ausgebildet werden in Kärnten für den Beruf der diplomierten Krankenschwester oder des Krankenpflegers, sehr bald wieder sich dann in andere Bundesländer absetzen, weil es eben keine entsprechenden materiellen Anreize gibt. Ich gehe also daher davon aus, dass wir sowas wie eine echte Notstandssituation haben in den Kärntner Krankenanstalten und gut beraten sind, unverzüglich mit konkreten Schritten der Sanierung diesen Zustand zu beseitigen. Die Kärntner Krankenanstalten haben auch das, was in der Bundesrepublik als Pflegenotstand bezeichnet worden ist. Wir haben einen Notstand beim Pflegepersonal. Sie sind materiell unterversorgt. Sie arbeiten unter Bedingungen, die für die breite Masse der Bevölkerung nicht vorstellbar ist. Es gibt einen 57 bis 65 Stundenwoche. Es gibt Urlaube, die nicht konsumiert werden können durch Jahre hindurch, weil einfach die Anforderungen für das Personal gegeben sind. Wir haben an der Kinderintensivstation Pflegepersonal, das 7 Wochen lang keinen freien Sonntag hat. Und wenn der Sonntag dann frei ist, dann wird auch wieder abgesagt, weil eben zu wenig Personal da ist und man die Kinder nicht ohne Pflegefürsorge lassen kann. Es sind das also Dinge, die eine alarmierende Ausgangsposition darstellen, aus der wir uns nur dadurch befreien werden können, dass wir die materielle Situation, sprich also die finanziellen Verhältnisse für unser Pflegepersonal einfach verbessern. Das, was offenbar die Personalvertretung der letzten Jahre nicht getan hat, sich nämlich wirklich darum zu kümmern, dass die Arbeiten, die leisten, die ein hohes Maß an psychischer und physischer Belastung haben, auch entsprechend zu honorieren sind, das müssen wir jetzt tun. Ich werde daher meinen Kollegen in der Regierung vorschlagen, dass wir kurzfristig auch durch eine entsprechende Beschlussfassung im Landtag über weitere Finanzierungsnotwendigkeiten eine generelle Anhebung des Grundgehaltes für das Pflegepersonal in den Krankenanstalten Kärntens durchführen, was dazu führen muss, dass wir das Lohn- und Gehaltssystem verbessern. Jemand, der auf der Intensivstation beginnt, beginnt heute mit etwa 9.000 Schilling. Es ist also wirklich fraglich, wer noch bereit ist, um 9.000 Schilling sich täglich menschliches Leid unmittelbar anzuschauen und dort zu arbeiten, dann noch keine Freizeit zu haben, keinen Urlaub nehmen zu können und mit ein paar Zulagen dann vielleicht auf 15.000, 16.000 Schilling gekommen zu kommen. Das ist also eine Relation, die nicht passt, denn dann kostet mir der Dienst eines qualifizierten Pflegepersonals in der Stunde zwischen 70 und 80 Schillinge, während eine Mechanikermeisterstunde unter 400 Schilling heute nicht mehr zu haben ist. Und unter diesen Voraussetzungen muss ich sagen, ist hier eine schiefe Ebene da. Es ist also kein Wunder, dass wir keine Leute werden. Es ist also hier diese generelle Anhebung vorzunehmen. Darüber hinaus muss ich unverzüglich mit dem Finanzministerium eine Klärung herbeiführen, durch die neue Steuerreform das gesamte Pflegepersonal plötzlich eine Vollbesteuerung ihrer Erschwellungszulagen hat. Das sind ungefähr 3.000 Menschen, die seit 1. Jänner davon betroffen sind, dass ihre Erschwellungszulagen, die ja doch immerhin ein wesentlicher Gehaltsbestandteil gewesen sind, da damals steuerpflichtig sind. Ich habe also jetzt die Rechtsauskunft des Finanzamtes Klagenfurt da, die in sich einfach eine Zumutung ist, weil man also mitteilt, dass aller Voraussicht noch nicht alles zu besteuern ist, aber trotzdem am Schluss wieder hinzufügt, dass dieses Schreiben nur eine Auskunft im Sinne des § 90 des Einkommensteuergesetzes ist, dass er rechtlich unverbindlich ist und nicht als Bescheid zu werfen ist, dass wir so gut sehen, das wie zuvor. Ich werde den Finanzminister auffordern, das eindeutig zu klären. Hat die Steuerreform bewirkt, dass die Erschwerniszulagen für das Pflegepersonal an den Krankenanstalten in Österreich über Nacht steuerpflichtig
tätig geworden sind, dann muss es hier eine Sanierung geben, und zwar durch eine rasche Novelle der Steuergesetzgebung auf Bundesebene, weil es ja nicht so sein kann, dass ich versprochen erhalte, so wie das die Regierung getan hat, dass die Erschwerniszulagen, Schmutzzulagen und was es da alles gibt in Österreich nicht besteuert werden, weil sie ja eine Abgeltung der Erschwernis und die Zukunft der zusätzlichen Einkommensteuer darstellen. Dass aber andererseits jetzt im stillen Wege bei einem großen Teil einer ganz wichtigen Berufsgruppe, nämlich den Pflege, der zum Teil in Österreich und damit die Folgesteuerung durchgeführt wird. Das ist also eine Bombe, die wir heute Nachmittag eigentlich mitgeteilt bekommen haben, die mich entsetzt und die also tatsächlich auch entschärft werden muss. Darüber hinaus wird es also notwendig sein, das Image des Pflegepersonals zu verbessern. Wir müssen also eine Kampagne durch die Krankenanstalten Verwaltung, durch die Landesverwaltung auch in Gang setzen und das Ansehen des Pflegepersonals weltweit nach dem materiellen Anreizen zu verbessern. Wir müssen dafür sorgen, dass in den nächsten Wochen zusätzliches Lehrpersonal für die Schwesternschulen zur Verfügung steht, nachdem wir ja dort eine wesentliche Aufstockung der Schüler möglich machen wollen. Es wird nur so gehen, dass Personal, das heute an Stationen tätig ist, als Lehrpersonal sich verstärkt für die Schwesternschule zur Verfügung steht. Das heißt aber, dass das Lehrpersonal auf den Stationen wieder abgeholt wird. Daher wird es einen weiteren Schritt geben müssen, dass man die bisher oder früher im Pflegedienst tätigen Pärtnerinnen und Pärtner befragen wir müssen direkt, nachdem wir ja die Unterlagen und Adressen einigermaßen zurückgekommen haben, unter welchen Bedingungen sie bereit wären, zurückzukehren, Teilzeitbeschäftigte oder als Vollbeschäftigte, um diesen Pflegenotstand an den Kärntner Krankenanstalten zu beseitigen. Und es wird darüber hinaus, was in der Aussprache ganz besonders zum Ausdruck gekommen ist, auch der Bürokratismus in den Spitälern abzubauen sein. Ein Bürokratismus, der sich in einem Formularunwesen niederschlägt, wo also die Schwestern uns mitgeteilt haben, dass sie für jede Untersuchung ein eigenes Formular ausfüllen müssen, das also postwendend wieder vom Computer dann zurückkommt, wenn irgendeine einzige Ziffer nicht stimmt und jeder Arzt sein eigenes Formular hat, es keine standardisierten Abläufe gibt, sodass dann wirklich der Wildwestzustand im Krankenhaus und das Formularwesen existiert. Ich frage mich nur, was die dort tätigen Administratoren und Direktoren unserer Krankenanstalten bisher getan haben, dass ihnen das alles nicht aufgefallen ist und sie also für sich in Anspruch nehmen, dass sie hervorragende Zustände geschaffen haben und in Wirklichkeit dort überhaupt nichts funktioniert. Und wir werden selbstverständlich auch in einem großen Umfang, hoffentlich kurzfristig, wenn wir das Personal finden, für die Intensivstationen und für die Kinderintensivstationen, das ist ja auch ignoriert worden, dass es ja auch eine Kinderintensivstation gibt, die ebenfalls mit der chronischen Personalmangel leider zusätzlich Personal einstellen. Das heißt, das Land Kärnten wird auch kurzfristig zusätzliche Schulden machen müssen, wenn es darum geht, das Gesundheitswesen auf die Beine zu stellen, dass der Pflegenotstand, der durch die 20 Jahre einer ignoranten Gesundheitspolitik verursacht ist, zu beseitigen. Und unter diesen Voraussetzungen werden wir die Arbeit aufzunehmen haben. Der Kollege Zerati wird ja dann in der kürzester Zeit auch die Ergebnisse der Nachweisung und das auch insgesamt präsentieren. Und dass wir mit diesem Schritt, wenn wir die Verbesserung des Pflegepersonals betrifft, vielleicht einmal eine gewisse Ruhigstellung in der ersten Phase erzielen können. Das vielleicht einmal zu den Ergebnissen der jetzigen Beratungen, die da interessant und konstruktiv geführt worden sind. Ist das eine Frage? Ich kann nur sagen, wie groß der Vorschlag hier sein muss und das ist der Fall. Ich gehe davon aus, dass wir etwa 3000 Personen haben, die zum unmittelbaren Fachpflegepersonal zählen, deren materielle Anhebung vorgenommen werden muss. Das müssen also pro Person ein paar tausend Schilling können, damit das Ganze überhaupt einen Sinn gibt. Und das ist also das Land Kärnten für Beachtete. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung einfach auch der Landtag zu treffen hat. Da lassen sich also die anderen Parteien nicht heraus.
darf es auch keine Debatte geben. Ich bin also dafür, dass wir noch im Frühjahr diese Gehaltsanhebungen durchführen, dass der Landtag die entsprechend der Richtlinie erhält. Schwestern und Pfleger für die Betriebsstation Meuler, das kommt da nicht zu lang. Ich habe also diese Frage nicht gestellt, weil ich glaube, dass das also möglich sein wird. Wobei wir übereingekommen sind, dass man quasi gemeinsam mit dem Chef der Solidarität setzen soll. Das ist das Anheben der Grundgehälter, weil ich ganz egal, unabhängig von dem Prinzip, was der allgemeine Medizin oder sonst wo entwickelt, einverstanden. Und dass man dann auch noch natürlich die Verhandlungen auch mit bei der Bundesanstalt Bezugssysteme neu schaffen müssen, wie Führungskräfte und Lehrkräfte, die eine entsprechende Verbesserung oder eine bessere Qualifikation haben, auch der Rollsysteme ausschließen sind. Wobei mir also etwas vorschlägt, wo ich glaube, dass das auch sinnvoll wäre, dass man jenen, die diese Höherqualifikation durch berufliche Weiterbildung und außerberufliche Weiterbildung machen, auch die Möglichkeit bieten muss, aus ihrer bestehenden Verwendungsgruppe in eine höhere Verwendungsgruppe zu kommen. Das heißt, heute endet jede diplomierte Krankenschwester, ganz gleich wo sie ist, in der Verwendungsgruppe C. Sie kann niemals in B kommen, selbst wenn sie Matura hat, selbst wenn sie akademische Studien macht. Das ist also wirklich eine groteske Situation. Man muss also hier einfach das Verwaltungssystem progressiver machen, dann sind auch Leistungsanreize da. Da kann ich den, der sich weiterbietet, der dafür was investiert, dass er nicht nur den Patienten versorgt, sondern auch sachgerecht werden kann. Das ist halt immer wieder angekündigt. Zumindest nicht auch Neuland, das ist ja nicht so. Aber es ist schon erschütternd, wenn die Leute sagen, ganz ungeschminkt, wir sind nicht in der Lage, das den Patienten zu kriegen. Bestenfalls noch in der Lage, den Patienten zu versorgen. Solche Dinge, zeigen sie seit Jahren auf. Eine Schwester hat gesagt, 1977 hat man uns versprochen, dass man mal die Grundphase unseres Bezugssystems verbessert, damit überhaupt eine Attraktivität gegeben ist, und dann ist wieder nichts mehr passiert. Also es ist eine ziemliche Brust in der Gruppe drinnen, wie ich meine, zu Recht. Dann wird natürlich auch jetzt, das sage ich schon, dann die Frage stellen müssen über die zukünftigen Führungskräfte in den Krankenanstalten. Ich bin also nicht der Meinung, dass wir jetzt eine riesige Sanierungsarbeit als Regierungsmitglieder tätigen sollen und die, die versagt haben, bleiben weiterhin an ihren Stellen und führen das große Wort. Und wenn es so weit ist, dass heute eine Reparatur einen bürokratischen Kreislauf in Gang setzt, dass nach 2 Jahren dann eine notwendige Reparatur und eine Aufteilung passiert, dann stimmt ja wirklich was von der Direktion und der Leitung einer Krankenanstalt. Gibt es eigentlich jetzt auch seinen Prioritätenkatalog, welche Abteilungen von euch betroffen sind? Und dann auch vor, ist es möglich, gewisse Abteilungen, die also nicht mehr so sehr in Anspruch genommen werden, dass man also durch das Personal abbaut und das Töpfen die Dose so gebraucht wird. Wie hat es da irgendwelche Ansätze gegeben? Ich gehe also davon aus, dass die Frage der mittelfristigen Personalkonzeption mit einem Ergebnis auf der Reformkommission sein muss. Dass der Vorgriff, den wir tätigen, der ist, dass wir sozusagen einmal ein Signal setzen, hier ist echter Wille zur Reformverordnung, das heißt Verbesserung der materiellen Basis, unabhängig, wie dann die Struktur des freien Gesundheitswesens für uns ausschauen wird. Ja. Wobei natürlich klar ist, dass eine besondere Herausforderung und natürlich auch Verhältnis. Dass es aber auch andererseits so ist, dass wir in einem laufenden Gestaltungsprozess in den Krankenhäusern drin sind, und das für mich interessante war, dass das Pflegepersonal sozusagen vielfältigster Weise auch der Forst, der Blick, überhaupt nicht herangezogen wird. Bei keinem
Treffen, bald unter den Rund. Was möchte die Schwester schon aufhören und die OSS bereit? Und Arius kriegt schon Wies. Und so auch das. Und die Krankenhausverwaltung offenbar hat sich diesen Zustand so gut zu verwalten. Nehmen wir das einfach nicht zur Kenntnis. Ich begrüße die slowakischen Zuseher recht herzlich. Sie haben heute die Gelegenheit, ein bisschen etwas über das Bundesland Kärnten zu erfahren. Kärnten ist eines der 9 Bundesländer von Österreich, ist das südlichste Bundesland und landschaftlich, wie menschlich und kulturell eines der berühmtesten Bundesländer unserer Republik. Wir sind hier in der Landesregierung in Klagenfurt, von wo aus die Politik gemacht wird. Und wollen auch Ihnen damit die besten Grüße aus dem Bundesland Kärnten in die Slowakei übermitteln und hoffen, dass viele Ihrer Mitbürger auch in den nächsten Jahren einmal zu uns zu Besuch kommen, um die Seen, die sportlichen Möglichkeiten, aber auch die Menschen unseres Landes kennenzulernen. Ich begrüße die Zuseher des slowakischen Fernsehens recht herzlich. Ich freue mich, dass ich als Landeshauptmann von Kärnten Ihnen die besten Grüße meines Landes übermitteln darf. Wir hoffen, dass Sie bald einmal die Gelegenheit haben, sehr viele Ihrer Mitbürger auch nach Kärnten zu kommen, um hier die Sehenswürdigkeiten, insbesondere unsere herrlichen Seen, unsere Berge, aber auch die Menschen und die kulturelle Vielfalt dieses Landes kennenzulernen. Ich selbst bin hier in Klagenfurt. Begrüße die Zuseher des slowakischen Fernsehens recht herzlich. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, als Landeshauptmann von Kärnten, einem österreichischen Bundesland, Ihnen direkt unsere Grüße zu übermitteln. Das Land Kärnten gehört zur Republik Österreich und ist eines der 9 Bundesländer unserer Republik. Es ist ein wunderschönes Land mit sehr vielen Seen und Bergen, aber auch mit sehr begabten Menschen, die vor allem eine recht große kulturelle Aktivität entfalten. Ich sollte mich freuen, wenn Sie sehr bald die Gelegenheit haben, einmal zu uns zu kommen, um all diese Sehenswürdigkeiten, aber vor allem auch die Menschen kennenzulernen. In diesem Sinne darf ich Ihnen die besten Grüße der Kärntner Landesregierung übermitteln und freue mich auf ein Wiedersehen in unserem Bundesland. Also, servus.